Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 4. Unser generelles Haupt-Let's Play. Ja, ich weiß nicht, warum die gute Eva, wenn das jetzt richtig ist. Ja, nein, doch, Eva. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr oft verwirrt mit den Namen, einfach weil ich nicht immer dieselben, also nicht immer die gleichen Spieler halt, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Kudos ist älter geworden. Kudos hat den Zenit überstanden. Zenit überschritten und ist jetzt ein älterer Kater. Du wirst feststellen, dass er jetzt häufiger schläft, weniger auf Möbel springt und häufiger krank ist. Kudos bleibt noch ein paar Tage gut, paar gute Tage. Also verbringe Zeit mit ihm, bevor es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Oh. Auch gut zu wissen. Wir gehen erstmal mit Eva was essen. Genau. Wir sind ja in unserem generellen Hauptplatz wieder angekommen. Reich der Magie, Inselleben und schieß mich tot. Alles nur noch nicht an die Uni. Da sind wir jetzt ja fleißig mit unserem Hund- und Katzen-Display. Die Lena, die studiert ja jetzt, ich glaube, Linguistik, meine ich. Oder Sprache und Literatur war das, irgendwie so. Auf jeden Fall, sobald unsere beiden Mädels hier alt genug sind, werde ich die auch an die Uni schicken. Das werden wir natürlich uns hier nicht nehmen lassen. Und ja, das sieht alles bis jetzt ziemlich so aus. Ne? So halt. Wir können mal bitte alles ernten. Genau. Und Don, ich weiß nicht, was du für einen Bewegungsdrang hast, aber offensichtlich ist das ein ziemlich hoher Bewegungsdrang. Genau. Wir wollten ja aber mit dir auch nochmal hier ein bisschen Fitnessfähigkeit, Level Maximum. Ich habe gehört, dass du deine Zauberkräfte gestärkt hast. Möchtest du sie auf die Probe stellen und dich auf dem Duelliergelände duellieren rechte. Ja, wir werden ein Duell. Wir wurden zu einem Duell eingeladen. Ein Duell. Ja, das war voll fail, ist egal. Ich mach das aber trotzdem ab und zu, hey. Aber nun gut. So. Dann würde ich sagen, wir sind ready für das Duell. Auch wenn wir ein bisschen müde sind. Oh, okay, der hat einen Fail gehabt. Ach, da bist du. Weißt du, alle fliegen da mit ihrem Besen hin und wir so, lalala, wir laufen. Perfekt. So, wo bist du denn jetzt hin? Ich warte. Perfekt. Ja, ich bin ready. Oh, pf, das war gut. Don, ich bin überrascht. Oh, okay, das war scheiße. Don, gib dir ein bisschen... Oh, sehr gut, Don. Don, ja, Mann. Oh mein Gott, wir haben unser Duell gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben unser erstes Duell gewonnen. Ui. Ui. Krasse Scheiße. Wir haben unser erstes Duell gewonnen. Sehr geil. Wir sind ein krasser Zauberer. Hör mal hier. Ich bin voll begeistert. Don, ich bin richtig begeistert von deinen Animateur-Zauberkräften. Aber hat offensichtlich gereicht. Ich bin gerade... Also, ich bin wirklich... unglaublich überrascht, dass das geklappt hat. War zwar jetzt ein bisschen random, dass wir jetzt einfach nur hingekommen sind, um ein Duell zu starten, aber ich bin sehr begeistert von dir, Don. Deine Fähigkeiten sind gut geworden. Also, was heißt gut geworden? Du hast dich gut geschlagen. Ich bin sehr stolz. Sehr cool. Wirklich. Sehr, 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 sehr cool. Ja, also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Folge hat gut angefangen, hör mal hier. Aber jetzt geht's Don einigermaßen schlecht, deswegen muss Don jetzt einmal schnell was essen. Weil wir haben jetzt so viel Energie verschwendet, dass wir erstmal was essen müssen und dann einmal schnell aufs Klo.
und dann auch schlafen dürfen. So. Und du hast Hunger. Du hast einfach nur Hunger. Du wirst dir bitte nichts grillen. Du nimmst dir bitte Reste. Wir haben nur noch ordentlich was da. Ah, fährt ein Krankenwagen vorbei, auch schön. Hast du deine Hausaufgaben fertig gemacht? Zusatzaufgaben darfst du einmal machen, Fräulein. Das darfst du essen, da ist ein Gartensalat, den darfst du dir jetzt genehmigen. Der scheint ja auch ganz okay zu sein. So, Kati, du darfst aber auch bitte alle Schüsseln füllen. Und dann darfst du auf jeden Fall dir schnell mal ein Bad gönnen. Kommt ja eh Donno nach oben. Okay, du gönnst dir da dein Essen, sehr gut. So, du machst fleißig deine Zusatzaufgaben, das will ich auch mal hoffen. Wir brauchen nämlich die Stipendien, die wir dann nämlich kriegen können. Würde ich top finden. So, Don, du gehst nach oben aufs Klo, perfekt. Sehr, sehr gut alles. Genau, die wollte ich eigentlich verkaufen. Genau. So. Jetzt ist die Frage. Kennt diesen Zauber bereits? Und das könnten wir gleich auch mal eben durchgehen. Bedürfnisbefriedigung. Großes Glück. Sehr, sehr cool. Zusatzaufgaben darfst du auch noch machen. Das verkaufen wir einmal. Genau, also es ist die Frage, was genau studieren wir denn mit den verschiedenen hier? Weil, naja, wie soll ich sagen? Also, du hast immer noch Hunger, ne? Nee, hast du nicht. Das stelle ich dann einmal zurück. Und das packe ich einmal weg. Genau, weil ich glaube tatsächlich, mit Monika würde es mehr Sinn machen. Ist zu niedrig, wir können das nicht lernen, das ist schlecht. Das legst du bitte nicht ab, das steckst du wieder ein. Also mit Monika würde ich sagen, dass wir so etwas wie Sprache studieren könnten, weil sie ja auch halt. Also Sprache studieren wäre halt super praktisch, weil sie halt ja auch Zaubersprüche lernt und all das. Und wenn sie dann da ein bisschen was mit Sprache am Hut hat, ist das an sich nicht schlecht. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Studiengang für sie. Und für Eva würde ich tatsächlich sagen, entweder irgendwas Naturbezogenes oder irgendwas Kreatives. Ich glaube, bei Naturbezogen würde mehr Sinn machen, also sowas Biologie zum Beispiel, weil dann könnten wir auch die Naturschützerkarriere gehen. Das würde auch zu dem Meerjungfrauenbild ganz gut passen. Ich glaube, das wäre so ganz gut, so die Vorangehensweise, so wie ich das jetzt hier gedacht hatte, dass man das irgendwie macht. Wisst ihr, was ich meine? So in die Richtung. Ich möchte auch den beiden jetzt erstmal keine Jobs geben, weil wir haben ja mit Lena gesehen, dass man den Job dann beibehält und das ist auf jeden Fall scheiße, weil das Elternhaus ist bei den beiden auf jeden Fall stabil genug, als dass man sagen könnte, ja, brauchen die nicht, haben sie nicht nötig. Ah, oh, hübsch mit ihrer Flosse hier. Kati, so hübsch. Ey, ohne Scheiß, Kati hat so eine hübsche Flosse, ne? Das ist echt unglaublich. Das ist echt schön. Also, das hat echt eine richtig schöne Flosse. Ich bin echt begeistert. Genau, wir müssen da mit Kati auf jeden Fall noch ein bisschen was essen. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch anfangen, hier Buch weiterzuschreiben. Weiterschreiben. Köpfchen statt Haue. Bist du fertig mit deinen Hausaufgaben? Ja, perfekt. Guck mal, dann kannst du mal den Klospeicher lernen. Genau, wir sind komplett fertig. Das ist sehr gut. Dann könntest du mal eben duschen gehen, um einfach nur Hydration aufzuladen. Außer nicht unbedingt direkt wieder ins Wasser springen. Einfach nur, damit du schön bewässert wirst. Das war's. Mehr brauchst du ja erstmal nicht. So, perfekt. Monika hat die Zusatzaufgaben abgeschlossen. Top. Wir gehen einmal aufs Klo mit dir. Und ein bisschen Spaß brauchen wir auch. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Nichts so wirklich. Videospiel. Ja, wenn wir halt Sprache studieren möchten, dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen schreiben. Dafür bräuchten wir auf jeden Fall einen PC. Genau, gucken wir mal eben. Ne, stopp da, genau. Den finde ich gut. Das ist ein süßer PC.
Was haben wir hier noch alles? Oh, Roboter. Oh, cool. Coole Sachen. Oh, sehr cool. Oh, ein Fahrrad. Top. Fußball. Oh, das wird alles noch so cool, wenn wir Unileben erstmal richtig auskosten können. Wird das schon top. Genau, und da würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall schreiben, und zwar schreiben üben, einfach mal machen. Wir müssen ja noch kein Genrebuch direkt anfangen. Einfach nur, damit wir ein bisschen was hier, damit wir Level 1 der Schreibfähigkeit direkt erlernt haben. So, jetzt geh in dein Zimmer und fang an mit Schreiben üben. Guck mal, perfekt. Schreibfähigkeit erworben, ja, finde ich gut. Guck mal, kannst du aber ganz kurz Spiele spielen, Blickblock, Gedöns, damit dein Spaß auch ein bisschen hochgeht, weil wenn wir gleich zur Schule müssen und du einfach schlecht gelaunt bist, ist auch nicht so geil. Genau. Sozialfähigkeit wird auch gleich alles erstmal schön. Ach, wir müssen mit Kudos zum Arzt. Machen wir dann eben kurz mit Don. Wir hauen kurz ab zum Arzt. Einmal kurz hier wechseln. Wo haben wir denn das hier? Da. Brindleton. Wie heißt die Welt? Brindleton Bay. So, und das ist jetzt Paws. Hospital. Okay, das ist ein schönes Wortspielchen. Nee, Hope ist nicht von. Kudos. Perfekt. Mit Kudos müssen wir einmal kurz zum Tierarzt. Von Brindleton Bay. Brindleton. Bray. Alter. Brindleton Bay. So. Gute Aussprache hin oder her. So, hier schneit es? Okay. Genau. Kudos zur Kastration. Nein, nur zur Behandlung. Direkt einmal hier, ne, alles kaputski machen hier. So, es kommt bald ein Tierarzt. Ja, das ist schön. Oh, das ist ein Wuffi. Oh. Kann sich jemand bitte um meinen Kudos kümmern? Der leuchtet so rot, das ist, glaube ich, nicht gesund. Ja, perfekt. Kudos wurde in Obhut genommen. Perfekt. Kudos haut einfach ab. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war, aber ist egal. Erstmal, wir setzen uns mit in das Wartezimmer und gucken mal, was da jetzt so gemacht wird. So, kümmere dich um mein Kätzchen. Wir nehmen natürlich die teure Behandlung, weil wir haben es ja aktuell auch ziemlich gut eigentlich in der Tasche. Ein Kätzchen. Guck mal, perfekt. Und wir haben direkt die Behandlung hinter uns. Ja. Gut, wenn das jetzt gewesen ist, dann dürfen wir jetzt natürlich auch wieder gehen. So, dann dürfen wir natürlich wieder zurück zu unserem, wo ist das hier? Da, Sulani. Genau, perfekt. So, zack. Kudos einmal mitnehmen, wenn es geht. Genau. Damit wir jetzt auch wieder zu Hause ankommen und Kudos alles in Ordnung und so, ne, und bla bla und überhaupt. So. Lebt ganz schön lange heute. Perfekt. Kudos ist jetzt auch wieder zu Hause. Super, super gut.
die Comedy-Fähigkeit erreicht. Energie, du bist ganz schön müde. Du musst aber jetzt gleich zur Schule, das ist nicht so gut. Ach Leute. Du kannst ja mal alles jäten, wenn das in Ordnung ist. Jäten. Damit du hier auch was zu tun hast, natürlich. So, die Kätzchen haben sich alle lieb. Welches Level sind wir eigentlich von der Schreibfähigkeit her? Level 7. Wir müssen Level 8 erreichen. Kannst du bitte aufhören, im Internet zu surfen und dann einfach mal dein Buch weiterschreiben, damit wir eventuell irgendwie auch voran im Job kommen? So, das wäre mir relativ wichtig, dass wir eventuell, naja, wenn wir schon Regisseurin sind, dass wir dann auch eventuell auch immer wieder neue Sachen bringen. Es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir das so machen. Guck mal, du kannst hier mal den Salat zu Ende essen. Und dann darfst du sehr gerne mal laufen ohne Schweiß. Fände ich top. Müsst ihr denn zur Schule jetzt, ne, eigentlich? Aber wenn ihr zurückkommt, dann seid ihr voll im Arsch auf jeden Fall. Aber immerhin Hausaufgaben fertig und den ganzen Dreck. Ach, die müssen in einer Stunde erst zur Schule, okay. Guck mal, dann kannst du ja doch nochmal schlafen gehen. Und hier hat irgendwer das Klo kaputt gemacht. Du musst auch nochmal unbedingt aufs... Du musst auf jeden Fall nochmal schnell unbedingt schlafen, bevor es zur Schule geht. Weil, naja, in der Schule so unausgeschlafen ist auch nicht so geil. So, du gehst jetzt mal was essen. Du bist immer noch fleißig am Schreiben. Das finde ich sehr gut. Ist zwar ein bisschen müde, aber... Naja, wir müssen irgendwie auch in dem Level vorankommen. Deswegen kommt da leider nichts drum herum. Was muss, das muss. Genau, und Don, das gleiche gilt auch für dich, um deinen Lebenswunsch hier zu erfüllen. Wie jetzt? Was für eine Errungenschaft, das komplette Buch, bla bla. Ja, das reicht aber noch nicht. Genau. Ein Drehbuch. Ein Drehbuch könnten wir auch mal wieder schreiben. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Genau. Huch. Wenn... Ach, hoppala, ich habe Caps gedrückt. Wenn Dämonen tanzen. Das ist ein Drehbuch. So, dann schreib mal den Dreck. Hoffentlich passiert da auch irgendwas Tolles. So, und du bist offensichtlich irgendwie fertig, oder wie? Oh, okay, du bist offensichtlich fertig, aber dann darfst du trotzdem ein bisschen mit Magie spielen. Magie üben, funktionelle Magie. Einfach nur ein bisschen, damit wir das nächste Level auch erreichen. Ach, ich finde, Reich der Magie ein super Gameplay-Pack. Oh, 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 oh. Nein. Okay. Shit. Wir sind ordentlich zu spät. Ich habe die beiden einfach aus den Augen verloren. Oh, das tut mir voll leid. Aber wir haben die Hausaufgaben fertig. Monika, wenn du jetzt auch reinhaust, dann kommst du auch noch eventuell pünktlich. Oh, scheiße. So, Eva ist zur Schule. Monika ist noch auf dem Weg. Monika, hau schnell ab. Ich wollte es nur sagen. Sicher ist sicher. Ah, guck mal. Wir haben unsere nächsten Talentpunkte. Wir haben 2 Stück übrig. Wir haben noch gar nichts geskillt. Kann das sein? Wir sind jetzt Gehilfe. Das nächste ist Eingeweihter. Okay, was haben wir hier? Schalte magische Sozialinteraktion mit anderen Magiern frei, um Magie-EP zu erhalten. Das klingt gut. Was ist das hier? Entladen. Dieser Sim kann jetzt entladen wirken, um die Zauberladung zu leeren.
Wissen ist Magie, dieser Sim liest und forscht schneller am Computer. Wir nehmen das hier noch. Und was haben wir denn mit dir hier eigentlich? Okay, wir hatten das gel... Okay. Okay, mit Don sind wir jetzt. Deine Kenntnisse der Magie, magischen Künste finden im... Was? Ach, finden immer mehr Anerkennung. Jeder Gehilfe erhält ein magisches, Carepack mit Gegenständen des täglichen Bedarfs. Sieh in deinem Briefkasten nach. Oh, coole Sache. Verarschen? Kenne deine Stipendien. Ja, aber das kenne ich doch schon alles. E-Sport, Sport, genau, Bedürftigkeit, bla bla, das kennen wir doch schon alles. Das finde ich jetzt aber doof. Haben wir hier? Warum haben wir so viel Essen? Was ist denn jetzt hier los? Voll viele Federn auch, aber das ganze Essen muss doch weg. Okay, und das ist hier... Grillte Früchte, weg damit. Was haben wir hier? Brathähnchen, auch weg. Hallo? Weg. Knoblauch können wir behalten, ja das auch, das ist alles noch wichtig, aber... Alles andere ist so... Pff. So, du bist fast am Einpennen, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Deswegen lasse ich dich jetzt mal... Gegenstrategie. Da Eva ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Soll sie sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich andere Ziele aussuchen? Konfrontieren. Wenn Raufbolde auf gute Argumente hören würden, wäre es kein Raufbold. Sie haben das Gefühl, beleidigt worden zu sein und es macht sie nur noch wütender. Oh man, oh man. Oh, Rechnungen. Ja, bitte schlafen. Was ruft dich jetzt an? Preisgekrönt. Eva hat einen Stopp. Eva hat einen Schulpreis gewonnen. Sollen wir ihn ihr vor der Klasse oder lieber still und diskret überreichen? Vor allen natürlich! Hochleistungskarnickel. Okay. Finde ich super. Post bekommen, Rechnungen bezahlen und an Verlag verkaufen, das hier und an Verlag verkaufen, das da, wenn Dämonen tanzen. Sind wir überhaupt so weit? Ich glaube nicht, aber ist okay. Ach, du bist auf dem Klo. Und wenn du dann so weit bist, kannst du noch was essen. Und dann kannst du dich ein bisschen mit den Katzen beschäftigen. Streicheln, bürsten, reden, damit auch dein Sozialkontakt hochgeht. Aber erstmal was essen, weil Essen ist wichtig. Oh, ich hasse es, wenn man nicht einfach eine Sache machen kann. Nein, Dominik, wir haben keine Zeit. Wir sind am Schlafen, wir haben einen Haushalt zu führen und Familie und alles und dies und jenes und schieß mich tot. So, wie lange sind die beiden noch in der Schule? Ach, gar nicht mehr so lange. Das ist schon mal... Schulwarnung. Brauchen wir nicht. So. Oh, die haben wieder fast alles aufgefressen, ne? Diese Tiere sind einfach der Wahnsinn. Möchtest du dein Essen überhaupt nicht essen irgendwie, Don? So kein Interesse, oder... Okay, die Katze ist rollig, das ist nicht gut, aber sie ist auch schon alt. Ich glaube nicht, dass sie so viel packt. Okay, gut, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play The Sims 4, unser generelles Haupt-Let's Play. Und bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!